So, hallo, ich begrüße euch zu einer Aufnahme, wie sie nicht hätte stattfinden sollen. Dieser Part hier ist der Beginn eines Unglücks, könnte man es nennen. Aber dazu morgen mehr. Dazu morgen mehr. Problem 1, der Part ist ohne Ton, komplett. Als ich den Part aufgenommen habe, habe ich das nicht gemerkt. Problem 2. Ich habe danach einen zweiten Part aufgenommen, ein paar Stunden später. Ich war der festen Überzeugung, dieser Part hier wäre mit Ton aufgenommen worden. Deswegen dachte ich, ich habe nichts verstellt. Deswegen hört ihr morgen. Es wird so, oh, es wird, oh, es ist so ein Durcheinander. Es ist jetzt so ein Durcheinander geworden. Es ist jetzt so ein Durcheinander geworden. Deswegen hört ihr morgen in Part 66, wie ich immer wieder sage, ich habe nichts verstellt, ich verstehe nicht, warum der Ton weg ist bei diesem Part. Bei Part 65 war der Ton noch da. Ja, war er eben nicht. Hier war es auch schon weg. Hier ist der Ton auch schon weg. So. Zu dem morgigen Part sage ich fast nichts, außer es ist, und so nenne ich ihn auch, es ist nicht vorhersehbar, was in diesem Part passiert. Okay? Es ist nicht vorhersehbar, was in diesem Part passiert. Es ist eine Aufnahme, die völlig anders gelaufen ist, als ich es mir jemals gedacht hätte. Aber wie gesagt, dazu morgen mehr. Jetzt geht es nur um diesen Part. Ich fasse diesen Part ganz knapp zusammen. So knapp jetzt eigentlich auch nicht. An sich ist nämlich in dem Part nichts Wichtiges passiert. Also ich habe den Part genannt, komplett lost als lost. Wer schwache Nerven hat, skippt den Part. So wollte ich ihn zumindest nennen. Jetzt muss ich ihn den anders nennen, weil jetzt muss ich halt das hier hochladen, was ich jetzt aufnehme und nicht den Part selbst. Den kann ich jetzt wieder runternehmen, weil der ist ohne Ton. Fantastisch. Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen laufen und rede dazu ein bisschen. Und morgen muss ich einen Teil des Runs auch so zusammenfassen, aber dann ist es, ich sag mal, deutlich wichtiger. Ja, weil in dem morgigen Run ist ein Haufen passiert. Und deswegen ist es auch problematisch, dass es teilweise ohne Ton ist. Ich sage bewusst teilweise ohne Ton, denn ich habe es nach einer Weile begriffen, dass ich ohne Ton aufnehme, und zwar nach einer Stunde 20 Minuten. Und ab da ist es dann wieder mit Ton. Also ihr werdet morgen so einen Teil sehen wie jetzt. Zusammenfassung, aber die Zusammenfassung, ich weiß, die geht recht lang, aber die ist. Also ich, ne, sollte man sich anhören und zuschauen. Und dann ist da halt noch die Geschichte, dass es danach noch weitergeht. Mehr will ich zu morgen gar nicht sagen. Mehr will ich zu morgen gar nicht sagen. Es ist ein Part, ich weiß jetzt erst recht nicht, wie ihr darauf reagieren werdet, aber ich sage jetzt nicht weiter dazu. Jetzt geht es um den Part. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, einfach mal wieder Lost zu spielen und zu gucken, wie weit ich denn mit Lost komme. So komme ich denn vielleicht mit Lost zu Mother? Das war so, ich weiß es nicht, das war so ein Gedanke. So hätte ja sein können. Ne, hätte ja sein können. Vielleicht komme ich ja mit Lost zu Mother. Ich skipp mal ein bisschen vor, weil da labere ich noch rum. So, eine wichtige Sache in diesem Part, die dann doch noch erwähnt werden sollte, ist, dass ich hier an der Seite den Bildschirm verändert habe. Ich bin in die Optionen und habe den Bildschirm verändert. Ich habe die Sachen nach außen geschoben. Ach ja, auch, ach ja, mein großartiger erster Tod. Den kann ich euch noch zeigen. Ich sag noch so, ja, mit Lost ist ja das Schöne, durch das Holy Shield kann man einfach völlig gratis, kann man in die Curse Rooms reingehen. Und weil man ja praktisch dann wieder rauskommen kann durch das Holy Shield. Ein Treffer hat man ja pro Raum. Und als Fliegender kann man sowieso einmal umsonst rein. So, was mache ich? Ach ja, kann ich mir ja auch holen. Ich habe ja das Holy Shield. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich doof bin. Gut, haben wir das geklärt. Ja, denn jetzt komme ich nicht mehr raus. Ja, da kann ich es nicht fassen. Habe ich gedacht, vielleicht setze ich mal das Item ein, vielleicht macht es irgendwas Tolles. Tut es nicht. Das Item da oben habe ich dann auch festgestellt. Es rerollt. Ach, ich zeig's euch einfach. Warum nicht?
Also neuer One. Wir gehen los. Bla bla bla. Da stelle ich dann erstmal die Item Descriptions aus, weil ich die irgendwie noch anhatte. Keine Ahnung. Irgendwann habe ich habe es hier immer noch nicht. Wann habe ich denn das gemacht? Also irgendwann habe ich die Seite verstellt. Diese Dinger weiter nach außen geschoben und die Items kleiner gemacht. Am Rand. Die Anzeige. Aber hier scheinbar noch nicht. Okay, das kommt dann noch. Jetzt habe ich wieder gespoilert. Scheiß drauf. Ich glaube, jetzt stelle ich es um. Kommt es jetzt? Stelle ich es jetzt um? Stelle ich es jetzt um? Was tue ich denn gerade? Ich bin einfach die ganze Zeit im Pause-Menü. Irgendwas habe ich wahrscheinlich gerade nachgeguckt. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. So, wir sammeln Schlüssel, wir gehen in den Itemraum. Das Ding wollte ich nicht haben. Also habe ich gedacht, okay, mit dem Dice kann ich ja rerollen. Na, habe ich rerollt. Glaube ich. Habe ich nicht rerollt. Ich mache erstmal die Kackhaufen auf, okay. Dann habe ich rerollt. Und dann war es weg. Also offenbar kann dieses Ding rerollen, aber weil es nur zwei Aufladungen hat, kann es wahrscheinlich auch, gibt es wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht oder so. I don't know. I don't know. Ich dachte so, okay, rerollen. Und Lost hat halt einfach ein Reroll-Ding, was zwei Aufladungen hat. Weil das Ding hieß auch noch irgendwie Eternal D6. So, ich dachte, der ist dann halt einfach besser als der normale D6. Ja, er ist besser im Sinne von, man hat nur zwei Aufladungen, aber man kann die Items kaputt machen dadurch. Was dumm ist. Also, wenn man ein Item hat, was man mitnehmen könnte, sollte man es mitnehmen, bevor man es versehentlich rerollt und dann ist es weg. Also, es kann passieren und deswegen, ja. Warum ich Steine sprenge, wo fast nur blaue Herzen rauskommen können, weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich auf eine Kiste gehofft. Fragt mich bitte nicht. So, wir gehen weiter in dem One. Es ist ganz normaler Bosskampf. Ich hole mir ein HP ab, weil als Lost holt man sich natürlich HP-Ups. Ist klar, ne? Ja. Fragt einfach nicht. Fragt einfach nicht. Als Lost holt man sich HP-Ups. Man macht das so. Okay. Zumindest erspare ich euch jetzt sämtliche Kommentare. Wieso hast du bei da und da das gemacht? Denn ich kommentiere es gerade selber und ich weiß einfach nicht, was ich mir gedacht habe. Jo, da ist ein schönes Item. Das nehmen wir mal mit. Damage Up, schöne Geschichte. Kann man machen, ne? Damage Up ist cool. Ich darf jetzt halt nicht getroffen werden, zweimal, dann ist alles in Ordnung. So, kämpfen wir sind gegen den Typ hier. Ups, erster Treffer. Mensch, jetzt nur nicht nochmal getroffen werden. Ah, schade. Das war ja blöd. Also, da war der erste Run zu Ende. Ich entsprechend schon. Ja, läuft super, ne? Gut. Wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir holen uns Dinge, wir holen uns Dinge. Das hier habe ich, glaube ich, jetzt. Habe ich das rerollt? Ja, ich habe es rerollt und es war wieder weg. Ich habe, glaube ich, ein paar Mal rerollt und dann, ja, habe ich direkt neu gestartet, stimmt. Weil ich mir gedacht habe, ach, leck mich doch am Arsch. So, die Tatze hier bringt natürlich auch nichts. Ich habe sie allerdings jetzt einmal eingesammelt als Guppy-Item. Und dann habe ich natürlich auch das hier rerollt. Warum habe ich jetzt nochmal eingesammelt? Und, ey, es ist zu Gisu Duff Suffering geworden, was Herzen droppt, wenn man getroffen wird. Nice Geschichte für Lost. Fantastisch. Ja, da habe ich ihn einfach in die Luft gesprengt und mich geärgert, weil hätte ja noch was bringen können, ne? Aber war halt zu schnell. Und das Ding ist ja halt durch die Spektraltränen, ich möchte das ganz kurz nochmal demonstrieren. Durch die Spektraltränen schießt man halt durch alles durch und trifft direkt die Fässer. Und mit zwei Dingern ist halt die Geschichte durch. So kaum zu verhindern, wenn man einfach drauf losschießt in dem Raum. War jedenfalls ärgerlich. Ist halt passiert. Gut, theoretisch gibt da höchstens auch HP ab und so weiter. Aber man könnte es halt rerollen. Ja, das ist ein Item, das will ich nicht mitnehmen. Also mein Plan, wir rerollen dieses Item. Wir sammeln also jetzt zwei Aufladungen. Und gehen zurück, um dieses Item zu rerollen.
Da hat's kurz geleckt. Das ist die erste Aufladung. Dann gehe ich in den Shop, weil ich es kann. Weil er ja eh offen ist in der ersten Ebene. Und dann gehe ich wahrscheinlich wieder raus. Jawohl, und gehe in den nächsten Raum. Und hole mir damit die zweite Aufladung. Und gehe ins Pausemenü. Weiß nicht, was ich jetzt da gemacht habe, aber ich war im Pausemenü. Dann haben wir Bombsack hier eingesammelt. Da wir eine Bombe hatten, wurde sie zu einem Schlüssel. Ist okay. Kann man anbieten. So, wir rerollen dieses fantastische Item zu diesem Item hier. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das Problem, was ich ein bisschen hatte, ist, dass ich das Gefühl hatte, oh, da kann ich jetzt mal nachgucken. Macht es meine Range runter? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass meine Range dadurch runtergegangen ist. Nee, macht's gar nicht. Dann habe ich mir das eingebildet. Okay. Ihr seht, was das Item macht, ne? Das sind so, spawnen so Augen und diese Augen, also die Tränen werden zu Augen und das sind dann auch viele Augen, die so einfach bleiben. Ist eine coole Geschichte. Ist eine definitiv coole Geschichte. Würde ich wieder mitnehmen, das Item. Hat mir gefallen. Hat einen insgesamt netten Effekt gehabt. Ich hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, dass meine Range zurückgegangen ist, aber es ist sie dann gar nicht. Das war dann Einbildung. Wahrscheinlich, weil die so langsamer werden nach einer Weile und dann erstmal stoppen. Wahrscheinlich war das deswegen, keine Ahnung. Jedenfalls ist ein ganz nettes Item. Ich spule mal ein bisschen vor. Ja, wir holen uns Dinge, wir gehen zum Boss. Wir erledigen den Boss. Ihr seht, überall fliegen Augen rum. Das kann man jetzt einfach mal skippen hier. So, dauert 3 Jahre. Dann war hier noch ein Tears Up. Das ist natürlich schön. Nehmen wir mit. Ist sinnvoll. So. Ich wollte ja nach Downpour gehen, wegen, ich wollte ja Richtung Mother, habe ich ja gedacht, vielleicht probieren wir es einfach mal aus und ich hole mir mal das Messer mit Lost. Gut, probieren wir wieder den nächsten Curse Room aus. Immer schön vorsichtig öffnen. Zack, hat es mich in den Satan-Deal geportet. Jetzt hatte ich in Erinnerung, dass man als Lost einfach Satan-Deals mitnehmen kann, weil man ja keine Herzen hat. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Das andere Item verschwindet. Also offenbar kann man als Lost sich nur eins aussuchen. Ich weiß nicht, ob das vorher so war, habe ich vergessen, keine Ahnung. War wahrscheinlich vorher auch schon so. Und was wir hier einsammeln, ist das Eye of Belial. Das ist das, was wir im letzten One bei dem Greedia freigeschaltet haben. Und dieses Eye of Belial ist genial. Es ist einfach genial. Es macht jetzt nämlich Folgendes. Es verpasst die Tränen mit einem Effekt, dass sie mit jedem, also sie werden durchlässig, das waren meine Tränen sowieso schon, aber die werden jetzt durchlässig. Und jeden Gegner, den sie berühren, ja, da gucke ich jetzt natürlich nach, weil ich halt nachgucken muss. Und jeden Gegner, den sie berühren, das können wir jetzt hier mal kurz demonstrieren, jeden Gegner, den sie berühren, macht sie stärker. Dann werden sie nämlich so rot. Und wenn sie dann rot werden, werden sie nicht nur stärker, sondern bekommen zusätzlich einen Homing-Effekt, das heißt zielsuchend, ja? Und das wiederum bedeutet bei den vielen Augen, dass ich ganz viele zielsuchende Tränen habe, was eine super gute Kombination ist. Das habe ich hier noch nicht gerafft, weil die Augen einfach dahin geschossen sind und ich das noch nicht gerafft habe, was die Augen machen. Es ist mir dann erst hier aufgefallen, dass die da ja voll drauf gehen. Aber leider... Ihr habt es gerade gesehen, ne? Leider kassiere ich hier den Treffer, den mein Holy Shield erledigt, weil ich da noch von den Tränen abgelenkt war, was die Cooles machen. Und dann kommt leider hier eine Trollbombe und leider beendet diese Trollbombe dann eben mein Leben. Und damit war der schöne One mit diesen schönen Effekttränen schon wieder vorbei. Schade, denn hätte ich gerne weitergespielt. Wäre sicherlich eine coole Geschichte geworden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind bei 15 Minuten und meine Zusammenfassung ist bei 15 Minuten. Ich bin genauso schnell wie die Zusammenfassung. Das ist nicht gut. Ich wollte, dass das schneller durchgeht. Ich quatsch zu viel wahrscheinlich. Macht nichts. Ja, nehme ich jetzt eigentlich gerade auf? Dass es wieder nicht ausschlägt. Ich raste so aus, ne? Okay, es schlägt aus. So, dann war ich hier entsprechend genervt.
denn wir waren schon 15 Minuten in der Aufnahme und es ist faktisch nichts passiert, außer dass wir coole Items kennengelernt haben. So. Wir gehen wieder weiter mit Lost, wir sammeln eine blöde Bombe ein, alles eigentlich nutzloses Zeug. Ich hätte eigentlich rerollen sollen. Ich hätte direkt rerollen sollen, keine Ahnung, warum ich nicht rerollt habe. Ja. Alles normal. Und dann gehe ich zu dem Boss. Gehe vorher noch da in den Shop. Das kann, ah, jetzt kommt der Moment. Da kommt der Moment, wo ich mich erinnert habe, dass mir jemand geschrieben hat, ey, ich möge doch bitte, ich glaube, Counter war es. Ich möge doch bitte die Bildschirme hier am, den Rand hier ein bisschen verändern, dass das klein ist, dass man das nicht so, dass das nicht so riesig ist alles. Und das kann man tun, indem man hier auf Mini geht. Dann zeigt es hier schön in klein auch die Items an. In groß brauchen wir die wirklich nicht. Dann habe ich noch dieses HUD-Offset hier entdeckt. Und damit konnte man das alles noch ein bisschen an den Rand schieben. Finde ich so persönlich schöner. Solltet ihr es nicht so schön finden, schreibt es mir bitte. In 10 Parts ist es dann wieder anders. Denn bis dieser Part hier kommt, habe ich wahrscheinlich schon 10 weitere Parts aufgenommen. Keine Ahnung. Dann auch wieder mit Ton. Ich bin aktuell sowas von im Modus, was Aufnehmen angeht, an, was Isaac-Aufnahme angeht. Ich bin so am. Also, ne, jetzt, gerade heute kam Part 58 raus und das hier ist Part 65 und ich habe schon Part 66 aufgenommen. Ich kommentiere Part 65 gerade ja nur nach. So, wir gehen jedenfalls zum Boss. Es ist der Boss hier und wenn man bei dem Boss nicht sonderlich stark ist, dann ist der einfach super öde und macht null Spaß, weil der ständig neue blöde Spinnen spawnt und du kommst nicht an ihn ran und ich hatte so keinen Bock und ich habe mich dann einfach bei ihm killen lassen. Ich hatte einfach keinen Bock auf dieses Viech. Ich hatte sowieso keine geilen Items in dem Run bekommen, also habe ich es einfach gelassen. So. Ja. Dann haben wir hier nochmal einen neuen Itemraum in der nächsten, also was heißt der nächste Ebene im nächsten Lauf. Ihr seht, der Part nähert sich schon dem Ende. Viel Spannendes, glaube ich, passiert nicht mehr. Da war dann das hier, das habe ich rerollt. Gut, ist ein großes Tears-Up. Kann man machen, ist aber halt die Range, die kleiner wird. Was natürlich für Lost schon wieder blöd ist, weil eine geringe Range bei Lost keine gute Kombination. Ich habe es aber mitgenommen, weil ich probiere ja sämtlich immer alles aus. Dann habe ich hier ein paar Pillen mitgeholt, die alle nichts gebracht haben. Bin ich in den Shop, der nutzlos war. Dann habe ich hier das Ding explodieren lassen. Ach ja, und dann hatte ich den Eindruck, dass hier drüben der Geheimraum sein könnte und schieb erstmal ewig lange dieses dumme Fass. Selbst wenn ich jetzt vorskippe, es hat so lange gedauert, dieses scheiß Fass dahin zu schieben. Aber immerhin war da tatsächlich der Geheimraum. Natürlich nur mit einem weißen Herz, was mir richtig viel bringt. So, ich also sammle weißes Herz ein. Gut, scheiß drauf. Machen wir halt. Gehen wir zum Boss. Komm, geh zum Boss. Du hast alles gemacht. Geh runter. Danke. Das war wieder er hier oder sie hier oder es hier. Keine Ahnung, was für ein Geschlecht du haben magst. Jedenfalls besiegen wir das Viech. Ich möchte kurz betonen, dass mein D6 Eternal aufgeladen ist. Dieses Viech droppt als Item. Ist es der Part? Ich glaube ja. Dieses Viech droppt als Item ein sensationelles HP ab. Und ich sage in dem Moment, ja gut, brauche ich zwar nicht, aber bevor ich es liegen lasse, nehme ich es halt einfach mit. Und in dem Moment, wo ich es einsammle, in dem Moment, wo ich es einsammle, kommt mir so, Scheiße, du hättest es doch rerollen können. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es verschwindet. Und wenn es verschwindet, dann bekommst du es nicht. Und es ist ein HP ab. Und es bringt dir für Lost nichts. Also hättest du es definitiv rerollen können. Denn das Schlimmste, was passiert wäre, wäre, dass das Item für dich nutzlos ist. Und das ist es eh schon. Ja. Ist mir leider erst jetzt eingefallen. Also keine Ahnung, was dabei rausgekommen wäre, hätte ich rerollt. Dadurch hatte ich jedenfalls wieder keinen Bock auf diese Runde und habe einfach die nächste Runde gestartet. Ihr seht schon, warum ich den Part komplett Lost als Lost genannt habe. Ach ja. So. Gut. Das ist jedenfalls dann hier jetzt der nächste Raum. Wir holen uns ein cooles Damage ab. Ich bin guter Dinge. Mit so einem Damage abstarten ist immer cool. Wir gehen in den Itemraum rein.
Oder erst in den Shop. Ich weiß es nicht wegen dem Itemraum. Hier gibt es schönes Lazarus-Dings. Wenn wir sterben, werden wir als Lazarus wiederbelebt. Ja, kann man natürlich nutzen. Ist nicht verkehrt. So. Habe ich natürlich mitgenommen. Und nicht rerollt, weil ob ich jetzt als Lost oder als Lazarus dann zu Mother gehe, war mir dann in dem Moment eigentlich auch egal. Allein der Gedanke, dass ich mit Lost zu Mother komme, ich weiß nicht, was ich mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie größenwahnsinnig ich in dem Moment war. Irgendwie dachte ich so, hey, ich probiere mal wieder einen Lost One. Lief gut. So, wir spielen jedenfalls weiter. Wir spielen sensationell gut weiter. Alles läuft prima. Alles läuft prima. Ich bekomme noch eine Bombe. Die Bombe gibt mir dieses Ding hier. Da war, glaube ich, noch ein Schlüssel drin. Ist egal, was drin war, ist nicht weiter wichtig. So, wir besiegen den Boss. Alles cool. Dann gibt es ein Tears Up. Nehme ich natürlich mit, auch wenn es zusätzlich blaue Herzen gibt. Aber das Tears Up war mir wichtig und deswegen habe ich es auch nicht rerollt. So. Weiter im Programm. Wir landen in Dross 1. Und in Dross 1 holen wir uns erstmal den Itemraum. Ja, okay, wir holen uns erstmal den blauen Stein. Komm, wir gehen in den Itemraum rein. Ach, wozu? Wozu sammelst du das auf? Es bringt dir nichts. Lass es doch liegen. Ah, so. Glass Shard wollte ich nicht, also habe ich das Fragezeichen-Item mitgenommen. Ich hätte auch rerollen können. Ich habe mir gedacht, klar, Fragezeichen ist praktisch fast so wie ein Reroll. Ist Blödsinn, weil bei einem Reroll würde ich zumindest sehen, was hier liegt. Naja, ich habe trotzdem das Fragezeichen-Item mitgenommen und das Fragezeichen-Item war. Ja, wahrscheinlich erkläre ich es gerade erst. Leo Stompy. Das heißt, wir können jetzt Steine kaputt machen, indem wir drüber schweben. Schöne Geschichte. Kann man mitnehmen. So, ist natürlich effektiver, wenn man laufen kann. Weil durch das Fliegen kann man ja eh über die Steine drüber, so macht man es halt jetzt noch zusätzlich kaputt. Muss man besonders aufpassen bei Explosionssteinen. So. Wir gehen weiter. Wir gehen zum Boss. Nein, vorher gehen wir natürlich. Ja, vorher probieren wir noch Dinge kaputt zu machen, weil mir langweilig war, keine Ahnung. Ich gehe in den Geheimraum. Da gab es die Crown. Habe ich die mitgenommen? Oh Gott, bin ich lost. Ich habe die mitgenommen. Gut, aber die könnte man jederzeit vom Itemraum ablegen. Also die ist ja nicht so nützlich. Ja, und dann kommt dieser Boss hier. Ihr seht, der Part ist gleich zu Ende. Ich sage noch so, ja gut, das ist ein einfacher Boss. Den kriegen wir problemlos. Und dann legt er erstmal los und haut mir mein Holy Shield weg. Dann war ich schon komplett perplex und dachte so, oh mein Gott, du erledigst mich nicht, mein Freund. Du erledigst mich nicht. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich werde nicht bei dir sterben. Auf keinen Fall werde ich bei dir sterben. Und da war ich fast schon wieder dran. Dann hat er sich aufgeteilt. Ich dachte so, okay, gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Alles easy, kriegen wir hin. Ja, dann bin ich hier reingerannt und dachte so, ah, fuck, jetzt ist eh vorbei. Jetzt kann ich es knicken. Und habe komplett vergessen, dass ich ja wiedergeboren werde als Lazarus. Das ist mir dann leider zu spät aufgefallen, sodass ich direkt den nächsten Hit getaked habe. Und dann war ich so verwirrt, dass ich gleich noch einen Hit getaked habe. Und dann war das, hat sich das auch erledigt, ne? Ja, das war der Part. Wie gesagt, dass der ohne Ton war, ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem ich Part 66, wie er jetzt ist, schon hochgeladen habe. Deswegen wird in Part 66 zu diesem Fail hier nichts gesagt werden. Na? In Part 66 gehe ich davon aus, dass das hier alles noch ein normaler Part war. Selbst der ist jetzt aber schon ein spezieller Part, weil ich ihn nachkommentieren musste. Und ich sag's nochmal, der morgige Part, ich komme mir so ein bisschen vor, ich komme mir so ein bisschen vor wie in One Piece. Wenn die irgendwie so ankündigen, das und das sind die Vorboten eines Major Events und das Event passiert einfach 100 Folgen später. Nein, aber das Major Event passiert morgen. Ich bin gespannt, wie ihr den Ablauf des morgigen Parts findet, denn er ist anders, als er jemals hätte werden sollen. Sagen wir es so. Danke fürs Zuschauen und tschüss.